Präsident. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Gäste, liebe Menschen, Bürger an den Bildschirmen. Zunächst erst einmal, und das ist verräterisch, als Volksvertreter bedanke ich mich recht herzlich an dieser Stelle bei den Menschen des Zolls, die so engagiert, trotz der ganzen Behinderung staatlicherseits und des Murks der EU andererseits, so hervorragende Arbeit leisten. Vielen Dank an die Mitarbeiter. Ein zweites Dankeschön möchte ich dann an die EU richten für Ausbeutung von Arbeitnehmern, Kindergeldmissbrauch, organisierte Kriminalität, ein Arbeitnehmerstrich, den wir hier zitieren. Auch das sind alles Errungenschaften Ihrer so abgefeierten EU. Die EU macht es möglich, und das verschweigen Sie nämlich an dieser Stelle. Diese EU, und liebe Bürgerinnen und Bürger, erteilen Sie dieser EU, nicht Europa, der Europäischen Union in dieser Folge im Mai bei der Europawahl eine ganz klare Abfuhr, indem Sie AfD wählen, damit auch dieses in der EU bekämpft werden kann, was hier von Ihnen mit Katzenjammer beklagt wird. Die Bundesregierung setzt hier also einige Punkte aus dem Koalitionsvertrag um. Man fragt sich, welcher, der der CDU, der SPD, der CSU. Vielleicht hat die FDP ja auch schon ein bisschen mitgeredet. Dennoch bin ich hoch erfreut, dass Sie tatsächlich erkannt haben, wir müssen gegen Schwarzarbeit, OK, vorgehen. Allein es sind Placebos. Die FDP kommt ja schon wieder mit Bedenken und Bürgerrechten. Das größte Problem beispielsweise bei der FIU ist doch, dass sie nicht auf die Dateien der Landeskriminalämter zugreifen kann. Und teilweise sind ihre Dinge da genauso Placebos fürs Volk, mit dem sie nämlich effiziente Verbrechensbekämpfung bekämpfen. Das ist die FDP 4.0, die Digitalisierung will. Herzlichen Dank. Auch darauf können wir verzichten. Meine Damen und Herren, wir als AfD haben, und das ist hier schon genannt worden, vielen Dank für das Kompliment, die Bundesregierung auf den tatsächlich rechten Pfad gewiesen. Ich zitiere aus dem Gesetzentwurf: Zusätzlich erfolgt eine zielgenaue Änderung der Voraussetzung für einen Kindergeldanspruch, durch die eine unangemessene Inanspruchnahme des Systems der sozialen Sicherheit in Deutschland verhindert wird. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass vom Kindergeld eine nicht beabsichtigte Anreizwirkung für einen Zuzug aus anderen Mitgliedstaaten ausgeht. Punkt. Meine Damen und Herren, ganz offensichtlich wirkt endlich die AfD, und teilweise sind sie dann belehrbar oder sie sind populistisch geworden. Beides ist mir recht, weil auch Populismus ist an dieser Stelle richtig. Meine Damen und Herren, fraglich wird an dieser Stelle aber sein, ob die anderen Maßnahmen eben tatsächlich durchgreifend sein werden. Für mich stellt sich vielmehr die Frage, Cum-Ex wird da ja auch noch an dieser Stelle auf uns zukommen, wie diese Regierung ihre Prioritäten setzt. Es scheint mir nämlich von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Auf Dauer, meine Damen und Herren, werden Sie mit dieser Art, Gesetze in die Welt zu setzen, die Sie nicht nachvollziehen, die Sie nicht durchsetzen können, alles andere als Lösung erwirken, meine Damen und Herren. Manchmal kommt es mir vielleicht sogar so vor, dass Sie das billigend in Kauf nehmen. Und wenn ich jetzt die letzten Tage zurückblicke, habe ich eine schöne Dokumentation. Ja, Sie werden vom Populismus reden, ich nenne es Lebensrealität, in Kontraste gesehen. Da ging es mal wieder um das Thema arabischer Clans, wie diese ihre Macht weiter ausbauen. Und hier ist mir aufgefallen, und auch vielen anderen Bürgern, die sich bei mir gemeldet haben, Otto Normalbürger, den Sie ja vertreten, dass viele dieser Herren Luxuskarossen fahren, die sich viele Menschen mit harter, ehrlicher Arbeit da draußen gar nicht werden leisten können. Obwohl gefragt, welcher Tätigkeit sie denn nachgehen, gesagt wurde, wir hätten Hartz IV und wir leihen uns diese Karossen von Familienmitgliedern. Es scheint also wohl in diesen arabischen Großfamilien eine Menge netter, reicher Menschen zu geben, die gerne ihre 100.000-Euro Autos verleihen. Vielleicht sollte die Bundesregierung auch hier ein Augenmerk drauf legen, denn soziale Akzeptanz, ein Sozialstaat lebt von Gerechtigkeit und der Akzeptanz der Menschen dort draußen. Und in einigen Stadtteilen und Großstädten der Bundesrepublik Deutschland scheinen sie vollends die Kontrolle verloren zu haben. Ich sage nur No-Go-Areas, und die gibt es. Und auch das haben sie geleugnet. Inzwischen sind hier einige wie Stadtteile von Duisburg genannt worden. Herr Kollege, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Redezeit abgelaufen ist. Zu guter Letzt lassen Sie mich damit schließen, dass wahrscheinlich, was Sie gerne möchten, das Bargeld abzuschaffen an dieser Stelle, nicht zu weniger Schwarzarbeit und OK beitragen wird. Aber es wird die Freiheit der Menschen da draußen einschüchtern. Wir werden Ihre Gesetze weiter kritisch begleiten. Wir bringen gute Vorschläge, die aufgenommen werden, Herr die Kollege, das Kindergeldmissbrauch ist. Dafür bedanke ich mich. Viel Spaß bei den Debatten.
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Thomas Demesier.